Hallo Kameraden und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hearthstone. Da ich Arena letztes Mal gespielt habe und mir Arena trotz dieser harten Niederlage gefallen hat und ich einige Quests habe, die ich nicht erfüllen kann, außerhalb dieser Arena, dachte ich mir, hey, spielen wir nochmal Arena, oder? Ein bisschen Arena. Kann doch nicht schaden. Auch wenn Arena nicht so beliebt ist. Wir nehmen den Mage wahrscheinlich. Ich meine, hatte ich eine Hex-Quest mit dem Hexenmeister? Nein, Schamane oder Priester wäre gut gewesen. Hätte ich mich entschieden dafür. Aber gut, nehmen wir die beste Klasse oder eine der besten Klassen. Den Mage. Den Magier. Gerade der Magier hat ziemlich viele gute Karten. Ob Mana Bindung dazugehört, ist so eine Frage. In der Arena sind Zauber nicht so wichtig. Und die Karte ist nicht so toll. Ich glaube. Dann nehmen wir den panischen Kodo, weil der ist immer gut. Und hier könnten wir uns für den entscheiden. Das ist ein für 6 Mana, ein 6-6 und ein 1-1er. Oder wir entscheiden uns für ein 3-2er. Und ich entscheide mich für ihn, ehrlich gesagt. Ich mag den deutlich mehr. Der wäre gut, hätten wir jetzt. Er ist schon gut, auch wenn er kein Geheimnis hat. Eventuell kriegen wir noch irgendwie ein gutes Geheimnis, dann könnten wir. Wirkt ein Zwillingszauber max 5 kostet. Naja, für 4-3-3 ist nicht so gut, außer man hat ein Geheimnis. Ich glaube, für 5 und 5-4 ist dann schon besser als. Und ey, mit etwas Glück ist random, aber man weiß ja nie. Für 3-3-1 ist ganz okay. Kann man nicht meckern. Ja, wir hatten hier immerhin ein Geheimnis, das akzeptabel ist und zumindest eine Kreatur räumt. Oder Volcanosaurus ist deutlich besser. Ja, nehmen wir deswegen den mit. Hier würde ich mich. Ich entscheide mich hier für den Zauberbrecher. Er kann eine krasse Kreatur zum Schweigen bringen. Hat 4-3, also sind ganz okay die Werte für 4 Mana. So, als nächstes. Ich entscheide mich für einen 2-1er, der einen Gegner einfrieren lässt. Das ist meistens am besten. Du könntest zum Beispiel den gegnerischen Helden einfrieren, damit er nicht mit seiner Heldenfähigkeit angreifen kann, wie bei dem Schurken. Oder andere Sachen. Das ist sein Effekt ist schon ganz gut. Hier ein Elementar. Und ist ein Elementar. Ha! Wir nehmen auch hier den Elementar mit, weil er mir einen zufälligen Magierzauber auf die Hand gibt. Hier würde ich mich für den entscheiden. Wenn der Gegner auf Masse geht, stirbt die Masse. Oder hilft zumindest uns gegen Masse. Ist ein guter Zweier, der eine Waffe zerstören kann. Hier ist ja, der ist einfach top. 3-5er für 3 Mana, was willst du mehr? Auch wenn er in deinem Zug schwach ist. Hier entscheide ich mich, weil ich glaube nicht so viele Kreaturen rauskriegt, dass sich der Frostwolfkrieger lohnt. Entscheiden wir uns dafür. Hat gute Werte für 5 Mana, auch wenn unsere Kreaturen dadurch, naja, schlecht dastehen, könnte man sagen. Wildtier. Wie viele Wildtiere haben wir? Zwei? Gut, Und Murlocs und Dings haben wir auch nicht so wirklich. Nichtsdestotrotz ist er, glaube ich, der Beste. Nehmen wir mit. Kann ab und zu mal vielleicht hilfreich sein. Na gut, ist für 1 und 2 1er nicht so toll, aber für 5 mal doch nehmen wir mit. Für 5 und 4 6er. Das bubbelnde Buch ist so geil. Für 1 und 1 1er, der uns einen Zauber gibt, zufällig. Gerne. Mad Bomber, also der verrückte Bomber. 3 Schaden, random. Ha, bin ich dabei. Wobei Eisbeere wäre auch gut gewesen. Naja, der wird nie mehr schießen können bei uns. Ja, ich werde wahrscheinlich den nehmen für 4, einen 2-3er, der noch einen 2-2er ruft. Wir haben nicht so viele Vierer. Ist okay. Das ist ganz, naja, nicht so toll, aber wir brauchen auch Geheimnis, oder? Oder nehmen wir gerne. Ja, komm, nehmen wir. So. Die anderen zwei waren auch nicht so gut. Volcanosaurus ist gut genug. Zwei Mutieren ist schon geil. Wir haben ein paar Elementare, also nehmen wir den mit, sonst für 3-3-3er ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wenn wir den. Oh. Wir nehmen die Schnecke mit. Oder den Zauber, der wäre auch geil. Weil wir haben zwei, drei Elementare, nicht wahr? Das muss reichen. Wir nehmen das mit, weil das kann manchmal ziemlich viel große Kreaturen nehmen. Weil er giftig ist. Und giftig ist gut. Da, ein gutes Geheimnis. Zauber kontern finde ich gut genug. Besser als die anderen beiden, zumindest. Ja, ich würde ja hier schon fast gut. Aber ich bedeutet das Minus.
Wir nehmen den mit für 4 und 4, 8 Elementar. Eigentlich ziemlich scheiße, aber man weiß es ja nicht. Na, kann hilfreich sein. Wir haben 1, 2, wir haben ein recht gutes Early Game, wenn ich das richtig sehe. Wir nehmen den mit, weil für 6 und 2, 3er, der 2 Schaden auf alles macht, ist ganz gut. Und ist ein Murloc für unseren Zubot. Der wäre auch ein Murloc, aber besser als die anderen beiden tatsächlich. Ja, damit. Da, Arkanologin. Die ist gerade perfekt, weil wir haben mindestens ein Geheimnis. Da haben wir sogar zwei. Ne, einen nur, Gegenzauber nur. Ja, damit können wir den uns aus dem Deck holen. Gerne. Kältekegel ist recht gut. Weil er alles, weil er drei Karten einfriert und das ist. So, Frostnova ist zwar besser quasi, wenn es um mehr Masse geht, aber eigentlich soll es nicht so weit sein, dass der Gegner so viel Masse hat. Also nehmen wir den Kältekegel mit, der auch noch einen Schaden an die drei macht. Habe ich schon gesagt, dass wir ein recht gutes Early Game haben? Ja. Wir haben mindestens 8 oder 9 Karten, die wir spielen können. So. Oh. Wir haben ein gutes Early Game und wir haben nicht so viel. Wir können, ich glaube, ein paar große Karten noch gut gebrauchen. Wir könnten noch große Karten gebrauchen. Er friert jemanden ein, was nicht schlecht ist. Deswegen nehmen wir ihn mit. Für 6. Ist ja ganz gut. Und die letzte Karte. Ein Diener ins Deck mischen. Wir nehmen die Hydra wahrscheinlich mit, weil für 5er, 8, 8er, wir haben einige 5er schon. Wie viele 3er haben wir? Auch einige 3er tatsächlich. Aber es ist ein Wildtier. Mit Support kombinierbar, also. Okay, wir haben nicht so viele gute Zauber bekommen. Wenn wir ehrlich sind, gar nicht. Was den Mage so gut macht, sind die ganz guten Zauber und wir haben keinen einzigen davon bekommen. Egal. Ich glaube nicht, dass wir weit kommen mit dem Deck, aber wir werden es austesten. Wir können auch einfach aufgeben. Aber ich glaube, wir werden mehr als 0 Sieger ringen. Das Deck ist nämlich von den Monstern her ganz gut und brauchbar. Wir haben ein recht gutes Early Game und Mid Game und ein paar Kreaturen, die auch im Late Game gut sind. Nicht super gut, aber man kann damit was anfangen. Und das machen wir jetzt. Das ist unser Geheimnis, das brauchen wir gar nicht. Lieber die Arkanologistin, die uns das Geheimnis vom Deck holt, den behalten wir. Weil der kann gute Sachen machen. So, keine gute Hand, kein Elementarfallen. Aber na gut. Schauen wir mal, was der Gegner macht. Ansonsten spielen wir den einfach so und dann den. Zum Glück haben wir den gezogen. Im besten Fall hat der Gegner eine Kreatur und dann kann er drauf schießen. Zweimal? Dreimal müsste er schießen. Das, oh, da ist ein Elementar. Dann schauen wir mal, ob wir Glück haben. Drei Schüsse auf ihn? Oh, das sind eher. Wow. Hätte er wenigstens zwei Schüsse drauf gemacht. Dann hätte ich ihn nächste Runde. Na gut, hätte ich nicht gemacht, weil ich den spiele. Aber es hätte besser ausgehen können. Wow. Er gibt uns die Chance, dass wir einen 3-2er töten. Oder aber er meinen den da tötet. Sollen wir festgehen mit ihm? Ne, wir machen das so. Bums. Und dann muss er hier 5 Schaden machen. Er hätte mit 2-2 einen 3-2 getötet. Damit hätte ich einen Schaden weniger gehabt. Oder er hatte einen Schaden mehr gehabt mit seinem 3-2er. Ich glaube, wir werden den Mage nicht angreifen. Aber wir werden hier. Und hoffen, dass er da nichts Großes, Krasses hat. Kopieren? Nee? Okay. Wir könnten da angreifen, aber dann kriegen wir aber 2 sinnlose Schaden. Und das mache ich mir nicht. Wir lassen Easy ihn dann angreifen. Das wäre besser. Als dass die Möglichkeit besteht, dass er da. Ja. Das okay eigentlich? Könnten wir auch nur den erstmal spielen. Und den 2-2er töten. Ha, wozu sollten wir raschen? Wir haben. Unsere Kreaturen sind gut und selbst Flamestrike kann da nicht viel gegen machen. Er kann ruhig viele Kreaturen spielen. Wir töten die da zum Beispiel Bums und Heldenfähigkeit. Und das ist egal, weil wir dann den angreifen. Und dann mal sehen.
Dann könnten wir Schnecke oder ihn einfach spielen und Schnecke. Nee, und den Typ hier zum Einfrieren. Aber hier ist Schnecke besser. Den wird er zerstören. Dann, na gut, könnte ich trotzdem noch mit dem was machen. Aber Schnecke ist so gut. Wir machen das trotzdem so. Komm. Wir können jetzt auch angreifen. Bums, und dann ist er nächste Runde tot oder damit sogar noch. Aber ich glaube nicht. Entweder mit dem aber nochmal. Oder mit dem, weil er ihn so abballern könnte, wenn er nicht mein 2-1er abballert. Ah, tut er nicht. Okay, dann könnten wir auch damit. Oder doch damit. Weil er überlebt zumindest. Dann können wir den 2-1er hier angreifen lassen. In seinem Tod. Ah, okay, es wird eine Karte sein, die Zauberkarten kontert. Ah, den will ich nicht spielen jetzt. Weil mein Feld könnte sterben. Oder? Hätten wir vormachen sollen. Kontern? Nee, okay, dann weiß er, was er da hat. So. Jetzt ist unser Feld zu gut, als dass ich noch diese Kreatur dahin platziere. Wenn er nämlich Flamestrike hat, würde das, das und das sterben. Das würde jetzt wahrscheinlich mein Schäfchen sein. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Oh, ist ein 1-1er. Kann ich mitleben? Ich liebe Oblen. Und das ist nicht so toll. So, die Frage ist, welche Karte. Ich glaube, wir rennen. Lassen den da reinrennen tatsächlich. Und lassen den da reinrennen. Oh, das ist gut. Den möchte ich nicht in einen Schaf verwandelt sehen, tatsächlich. Okay, den nächsten Zauber können wir kontern, immerhin. Eventuell sollten wir den spielen, aber das können wir auch nächste Runde schauen, ob wir tatsächlich den in ein Schaf verwandelt sehen wollen. Mal sehen, mal sehen. Kein Elementar gehabt, oder? Hm. Oh, weggekontert. War gut genug tatsächlich und das war wieder von ihm recht dumm. Den verwandelt sehen? Na komm, lieber die Schnecke. Und dann den einfrieren. Da können wir den. Nee, macht keinen Sinn. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir einen guten Zauber. Na, nee. Dann gebe ich ihm die Chance jetzt da. Ja, ich hatte einen anderen Plan. Und den habe ich irgendwie versaut. Ups. Ach Gott, unsere Schnecke! Was ist mit unserer Schnecke geschehen? Ich hab sie geopfert. Aber jetzt hat er keine mehr. Und wir haben 8-8er. Unser 8-8er ist derzeit besser als sein 5-8er. Auch wenn wir ihn nicht anziehen können. Boom, boom. Ja. Haben wir 3 Schaden bekommen. Das ist der Nachteil. Wir werden den einfrieren, aber zumindest. Hier, Schaden, Schaden überall, Schaden, bum bum. Und mal sehen, ob er, ich hoffe es nicht, die Hydra zerstören kann. Würden den vielleicht am Schaden machen sollen, obwohl, ich glaube nicht, dass er den, er ist auf 5, das reicht eigentlich, aber er will uns unbedingt Damage machen. Könnte sein, dass das sogar unser Ende bedeutet, dass wir nämlich dauernd 3 Schaden bekommen. Ist nicht sehr gut gegen einen Mage. Ich finde, wir werden tatsächlich das machen. Aber noch können wir gewinnen. Weil das sind 5, 8, das sind 13, 15 Schaden. Es kann natürlich sein, dass er hier Eisbarriere hat, aber wir haben 9 Leben. Noch ist es nicht so schlimm. Ja, Todesrache nicht gehabt. Den dann nur. Allerdings müssen wir einen davon vernichten. Also wir müssten 5
4, 18, 13. Er hat bestimmt irgendwas. Er hat sich nicht einmal aktiviert und er hat sie die ganze Zeit da liegen, oder? Ich muss da. Ja. Das kann gar nicht anders sein. Wartet mal, wenn wir den einmal reinrennen lassen. Und den einmal. Das sind 4, 6. Oder wir lassen die am Leben. Wartet mal. So. Ja doch, das läuft gut, glaube ich. Okay. Sein Feld ist weg. Und wir haben immer noch 9 Leben. Und er hat nur noch 4 Leben. Das bedeutet, wir können... Wenn er keine Eisbär hat, also seine Eis... Oh Gott. Oh, ist das ärgerlich. Da können wir nichts gegen tun. Nun gut, wenn er dafür nichts an Schaden machen kann, weil er sich alle Geheimnisse geschnappt hat und die aber letztlich nicht so viel bringen, was das Feld betrifft, können wir trotzdem gewinnen. Frage ist, ob er 6 Schaden auf der Hand hat. Nee, nur ein Schaf. Wir sind in 4 Runden tot. Weil uns 3 Schaden jeweils macht. Das bedeutet, wir sollten den wahrscheinlich wegballern. Und dann greift der Face an. Dann ist er nämlich gleich tot. Wir haben 4 Sechser. Das ist okay. Der ist nebenbei gar nicht so schlecht, weil das... Oh Gott. Nächste Runde sind wir also tot, wenn wir nichts ziehen, um uns vor ihm zu schützen. Haben wir überhaupt noch einen Taunt? Gut gespielt. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Okay, es war tatsächlich... Wir können noch Glück haben. Es war Eisblock, wie ich es gedacht habe. 6 Schaden reicht nicht. Ah, fuck you. Erste Runde auf erbärmliche Art verloren. Das ist so dumm. Ah, das war doch hart dumm. Wie er von oben gezogen hat, wie ein junger Gott. Ja, das ist das Problem, wenn man keine guten Zauber hat. Wirklich keine einzigen. Wir hatten auch eine recht schlechte Starter, tatsächlich kein Einser. Na gut, so schlecht war sie nicht. Aber er hat dagegen gehalten. Also unsere Hydra hat ziemlich viel Schaden uns gegeben. War das nicht gewesen? Einzug mehr und wir hätten gewonnen. Wir hätten die brechenden, nee, dann wären wir vortot gewesen. Ah, ich glaube, es gab keine Möglichkeit, das zu gewinnen. Egal, wie wir, was wir gemacht haben, hätten wir den gezogen, hätten wir gewonnen. Hatten wir den? Den hatten wir im Deck? Oh Gott. Ah, so unlucky. Okay. Young Fatty, ja. Hallo, Young Fatty. Ich bin Old Fatty. Hui. Auch wenn mein Name das nicht sagt. Oh, was ist heute los? Ich will jetzt aufnehmen und jetzt am späten Abend fällt ihnen ein. Oh, wir müssen bohren. Ja, mein Ass, Alter. Oder. Ja, bohren. Es ist halbe Stunde vor Ruhezeit. Jö. Oder war es um 10 erst? Dürfen die bis 8 laut sein? Ja, ich glaube schon. Oh, wie nervig. Der ist gut, weil er nichts dagegen machen kann, theoretisch. Aber der ist gut, weil er 5 Leben hat. Und 3 Angriff. Und dann können wir den spielen nächste Runde. Und bums, dann muss er ihn. Theoretisch. Oh, das ist gut, glaube ich. Wir frieren die alle einfach ein. Oh, den greifen wir an und dann frieren wir alle ein. Das sieht gut aus. So. Hahaha, und dann schauen wir mal, wie Mad Bomber abgeht. Kann man nur positiv, nur gute Sachen. Ich habe viele Chancen, da irgendwas Gutes zu treffen, tatsächlich, bisher. Ja, und 4-4er.
Also Matt, der ist sowas von gut jetzt. Also wir ziehen was Besseres, aber haben wir nicht. Also schauen wir mal, baller mal schön auf die Gegner. Oh, und einmal auf uns bitte. Warte, wir werden auf jeden Fall das Bubble im Buch spielen. Das Bubble nämlich so schön. Fügt einen Feind den Dienern einen Schaden zu. Ist vermutlich besser, als was ich sonst machen könnte. So, fertig. Bam! Will er lieber seinen Reinser opfern, der vielleicht gut sich mutieren lässt, oder den 4-3er? Oder da auf der Hand, was ihm hilft? Ha! Fragen über Fragen. Wow. Oder er macht einfach das. Kann er nämlich face gehen. Und schauen wir, egal was er hat. Gut, vielleicht macht er uns jetzt nochmal Drescher an. Windzorn? Nee. Oh, jetzt hätten wir den einen gebrauchen können. Wir haben kein Elemental letzte Runde gespielt. Wir können aber ohne Gewissensbisse den spielen. Den, wartet, Quatsch. Doch. Weil sonst verlieren wir ja unsere. Das ist natürlich besser, wenn wir das machen. Und dann gehen wir die beiden. Den und den. War alles tödlich für ihn. Er kann uns Schaden machen, klar. Wir haben dafür die Feldhoheit. Und werden unseren Gegner richtig hart kassieren lassen. Weil jetzt macht er uns vielleicht 6 Schaden. Oder er kann sein Viech weiter beschützen. Bis wir das dann irgendwann machen müssen. Was jetzt gar nicht so schlecht war. Ah, das ist okay für uns. Das ist super. Hier. Können wir den reinrennen lassen. Verbraucht euer. Und jetzt. Eventuell ist es jetzt besser. Nee, das ist immer noch gut genug. Aber wir hätten den vormachen können. Das war ja nicht so schlau von mir. Ja, machen wir das jetzt so. Ein Fehler. Ein 6-3er oder doch lieber ein 3-6er? Ich glaube, ein 3-6er ist gut. Wir können den auch so töten, aber ich glaube, ein 1-1er ist noch. Wir hätten das machen können, dann hätten wir. Wow. Okay, kann man nicht ahnen, dass er das hat. Aber jetzt haben wir den dafür. Außer er geht face, das wäre geil. Wir haben den da. Der blockiert zweimal. Giftig wäre normalerweise gut, aber 3 Leben ist auch sehr gut. Und 3 Angriff. Wir bauen eine richtige harte Kampfmaschine. 9-7. Für 7 Mana. Gut, für 8 in dem Fall ist immer noch sehr gut. Für 7 Mana ursprünglich ein 9-7er. Das ist schon gut. So, das. Und ignorieren. Wenn wir ihn, oder wir greifen ihn an, ohne dass da noch was passiert. Oder ignorieren ihn. Und können nächste Runde ihn wegballern. Ich glaube, das ist tatsächlich am besten. Aber dick Schaden reinhämmern. Aber dick dem Jungen hier das Licht ausknipsen. 5-5er. Das heißt, wir können den spielen. Plus den. Ah, ist egal. Oh, oder wir spielen den aus plus den. Ja, alles kostet mehr, aber das ist mir egal. Dann töten wir den. Den. Eigentlich töten wir den sogar. So, wir haben hier so viel Schaden und er hat keine Handkarten, dass wir eigentlich auf der sicheren Seite sind. Er kann uns keine 15 Schaden jetzt machen. Und wir machen aber stattdessen 16 Schaden. 17. 17 Schaden ist schon eine Menge. Oh, da haben wir den. Das heißt, wir werden den behalten. 4-8er, zweimal angreifen. Läuft. So, und jetzt mal 13 Schaden. Ja, hier, gut, gespielt. 3 Schaden. Leider kein Biest. Wir haben unseren Sieg und das bevor wir, also anders als der Krieger, haben wir jetzt nur eine Niederlage kassiert und einen Sieg. Ich würde sagen, damit kommen wir für heute aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Däumchen würde mich freuen. Morgen geht's weiter. Also übermorgen. Dann schauen wir mal, wie viel wir gewinnen und hoffen, dass es besser läuft.
Unsere Minions sind einmal mal besser, dafür sind die Zauber nicht wirklich gut. Aber das war beim Krieger ja noch schlechter. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.